Boeing 737 MAX 10 Zulassung dieses Jahr steht noch in den Sternen. Dann haben wir als weiteres Thema Bonus Avios auf der neuen Strecke von Qatar Airways und zwar Düsseldorf nach Doha und zurück. Ich habe mir das Ganze für euch einfach mal angeschaut und wir haben heute einen Deal of the Day und zwar geht es in der Business Class von Paris nach Singapur mit Singapore Airlines in der Business Class für um die 2000 Euro. Und wir werden heute Abend ein Facebook Live haben. Warum? Weil ich denke, dass wir was zu besprechen haben und eure Fragen zu beantworten. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute um 19 Uhr deutscher Zeit gibt es ein Facebook Live. Wir werden es danach auch auf YouTube senden. Wer es gesehen hat auf YouTube, wir haben ja auch jetzt eine Kanalmitgliedschaft. Wir werden schauen, dass wir euch als Kanalmitgliedern für euer 9,99 Euro Ticket natürlich Phänomenales bieten. Und dazu wird es auch gehören, dass wir exklusiv mit euch einige Facebook Lives machen werden. Aber auf YouTube. Ja, ganz genau. Es werden YouTube Lives sein, die nur für Kanalmitglieder sind. Bleibt gespannt. Weiß Mario schon Bescheid? Nee, noch nicht ganz. Ich lasse ihn auch im Argen, oder? Im Nebel? Ich hole ihn da raus. Ja, das erste Thema, die 737 MAX und Michael O'Leary von Ryanair hat einfach dazu jetzt mal seinen Senf gegeben und er kennt sich natürlich aus als einer der größten, ist er vielleicht sogar der größte Betreiber der 737-Flotte und er sagt halt, dass die Zulassung der MAX 10 ein Rennen gegen die Zeit ist. Die Boeing kann nicht mehr gewinnen kann. Also Michael O'Leary sieht da fast schon schwarz und man rechnet erst 2023 damit, dass das Flugzeug kommt mit der Zulassung. Das ist ja der Gegenspieler für die A321neo. Und es liegt natürlich auch nicht alleine an Boeing, ob es irgendwie noch die 10er gibt, weil wenn man so richtig zugehört hat, wurde ja dann auch von Boeing-Seite aus gesagt, naja, wenn die Bude nicht kommt, dann machen wir sie halt nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das eine zu große Lücke reißen würde. Also, naja, schauen wir einfach mal, wie weit das nur eine Erpressung für die Amerikaner ist, für den Kongress, um da eine Sondergenehmigung zu bekommen. Und Michael O'Leary sagte als Zitat, ich gehe nicht davon aus, dass Boeing bis Jahresende die Zulassung schafft. Und das ist doch eine klare Aussage. Der Nachzügler oder der Spätzangengeburtene muss bis zum 31. Dezember 2022 die Aircraft Certification Safety and Accountability Act erfüllen, weil ab dem 1. Januar gibt es ein neues und beziehungsweise dieser Akt gilt dann. Und andere Boeing-Serien verfügen schon seit der 767 mit dem Engine Indicating and Crew Alerting System, dem ICAS, über eine integrierte Warnarchitektur, die halt bei der 737 MAX fehlt. Warum? Ganz einfach, weil die 737 einfach nur eine Weiterentwicklung ist und damit gibt es dann so im Prinzip so eine Art Grandfather Rights oder wie auch immer, dass es halt einfach nicht gilt. Gibt es ja auch im Auto, dass wenn im Auto nur eine Modellpflege passiert, dann wird das halt weiter zugelassen. Aber wenn ein neues Modell rauskommt, dann müssen die das alle haben. Wichtig ist auch, dass man natürlich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt sicherheitsrelevant. Es ist halt einfach nur ein zusätzliches. Und der Kongress, wie ich sagte, hat in den USA das irgendwie ja abgelehnt, dass man da etwas, eine Ausnahmeregelung macht. Aber Michael O'Leary ist überzeugt, dass es halt vom Kongress eine Ausnahmegenehmigung geben muss. Warum? Ganz einfach, Zitat hier wieder, es gibt keinerlei Sinn, Boeing dazu zu zwingen, Cockpit- und Sicherheitssysteme umzugestalten. Zitat Ende. Ryanair hatte 2021 Verhandlungen über 200 Stück von der MAX 10 gemacht und dann aber die Verhandlungen einfach abgebrochen, weil die Flugzeuge zu teuer waren. Er hat gesagt, nö, das machen wir nicht. Und Boeing stellt halt das Flugzeug in Frage und David Calhoun sagt ganz knallhart, im Juli, wir machen die Bude nicht. Und man denkt auch ganz einfach, dass es technische Großbaustelle ist, sondern auch ein kommerzielles Risiko. Ich selber denke mal, es wird sowieso Zeit, dass die 737 einen Nachfolger bekommt, der würdig ist als Nachfolger,
weil ja Airbus da doch schon relativ weit fortgeschritten ist. Und wir müssen ja gucken, das Design ist ja wesentlich älter von der 737 als von dem A321. Und was das andere Dilemma ist, ist natürlich, dass sich die Modelle unterscheiden würden. Einmal natürlich die MAX 8 und MAX 9 und dann die 10er wäre halt komplett anders. Wer auch ein Kunde bei Boeing geworden ist, wider Willen vielleicht sogar, ist Qatar Airways. Qatar Airways hat eine neue Strecke aufgemacht. Die neue Strecke ist Düsseldorf nach Doha und zurück. Und für Business Return erhält man über die Promo-Page bis zu 12.000 Bonusmeilen. Wenn man in der Economy Class One-Way fliegt, gibt es 3.000 Bonus-Avios, wie sie ja heißen. Dann gibt es für einen Roundtrip logischerweise 6.000. Für Premium Class One-Way, Premium Class ist bei denen immer Business oder First, sind 6.000. Und für einen Return gibt es dann 12.000. Das Angebot muss registriert werden zwischen dem 10. August und dem 15. Januar, also läuft voll. Der Reisezeitraum 15. November bis 15. Januar. Und wichtig ist halt wirklich, dass ihr euch da ganz einfach anmeldet. Jetzt lassen wir uns das Ganze nochmal anschauen. Ich hatte eigentlich auf Where2Credit geguckt, habe aber dann überlegt, nee, wir gehen nicht auf Where2Credit, sondern wir gehen auf den Kalkulator von Qatar, ganz genau. Und zwar beim Kalkulator einfach alle Klassen eingegeben. Von Doha nach Düsseldorf als Return ist ja eigentlich wurscht, wie rum man das eingibt. Es ist auf jeden Fall ein Return. Und wenn man dann von unten nach oben geht, von der billigsten Buchungsklasse, gibt es 1478 Avios bis zur obersten Buchungsklasse in der First von 17.736 Avios. Heißt also eine große Spanne, die es zusätzlich gibt. Was sollte man noch dazu sagen? Freut euch auf Qatar Airways, geiles Erlebnis. Ich kann es empfehlen, selber als Platinum. Oft mit denen geflogen, ich mag es. Und tipptopp die Airline. Kommentiert unten, was ihr dazu denkt. Dann haben wir für euch natürlich noch einen Deal mit einer anderen Top-Airline. Das ist die Singapore Airlines. Singapore Airlines in der Business Class von Paris Charles de Gaulle nach Singapur für 2.050 Euro und ein bisschen. Und das ist ein Non-Stop-Service. Da haben wir uns mal das Ganze nochmal angeguckt. Wichtig ist einfach, dass die Reise nach dem 1. November beginnen muss, aber vor dem 30. Juni 2023 enden muss. Minimum Aufenthalt sind 3 Tage, maximaler Aufenthalt sind 12 Monate. Buchungsklasse ist die Buchungsklasse Devidora. Ticket ist nicht refundierbar. Wenn man das Ticket nochmal neu ausstellen lassen möchte, 250 Euro respektive, nein, eine Fair Difference. Wir wollen uns natürlich auch angucken, Vorausbuchungspflicht gab es übrigens gar nicht. Nö, da gab es gar keine. Wenn man jetzt das Ticket sich anguckt, von der Buchung her und von den Meilen, wenn man einfach Charles de Gaulle Singapur macht, das ist ja quasi ein Non-Stop-Flug und da ist es relativ easy peasy. Das sind 26.806 Meilen bei der Air China, bei der Alaska Airways sind das auch 26.652. Bei der SAS sind es 19.988, Air India 16.658. Genau auch wie bei EVA, Asiana, All Nippon, Virgin. Und dann geht das Ganze weiter runter bis bei fast allen, wo es dann endet, bei Air Canada. Nur bei der Lufthansa, bei United und bei JetBlue gibt es 13.326. Ja, und wer hätte es gedacht, Air New Zealand, 0 Punkte, 0 Meilen, ist halt ein Werk-Credit, wahrscheinlich ein Bug. Ich kann es euch nicht erklären. Wir müssten da einfach mal wirklich der Sache auf den Grund gehen. Heute eine etwas kürzere Sendung, weil ich auch los muss und heute Abend ja auch die Sendung ist. Also stay tuned. Bleibt heute live erreichbar, wenn ihr auf Facebook seid. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber auch ganz, ganz wichtig, kommentiert, kommentiert, kommentiert. Ich freue mich auf heute Abend, ich freue mich auf morgen. Und ich freue mich, am Morgen gibt es übrigens mein Schnäppchen. Ganz wichtig. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis dann. Ciao.